Libertà! Francesco! Was ist los? Feiern? Na komm, du wolltest doch feiern. Oh, was ist los? Warum muss ich auch gleich Jacopo? Ich versteh's nicht. Würde ich mir gleich mit dazu holen. Das Set der Partys zu vervollständigen, dann habe ich ein Dreier-Set in der Hand. Das ist doch schön. Also ist Francesco auch weg, genau wie Vieri. Vieri. Ja, ja. Klingt gar nicht komisch. Ich liebe diese Sequenzen. Ah, Lorenzo. Als ich 6 Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. Und so begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo De Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn Sie mit Jacopo arbeiten, waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht. Ja. Oh. Eine Kodexseite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco De Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Neuer Freund. Sogar Peter Maffay ist daran beteiligt. Ach ja, der war schlecht. Der war zu vorhersehbar. Schlecht. So. Wir spielen gerade mal 20 Minuten. Das ist gut. Haben wir noch viel zu tun und können auch noch viel erledigen. Wir gehen mal über die Dächer. Oder auch nicht. Weil eins ist weit gesprengt. Na komm, geh da hoch. Dann eben da hoch. Ist mir gleich. Die Straßen wäre ich jetzt vielleicht schon da, aber... Nö, nö, ich kletter lieber. Macht mehr Spaß. Ei, mit Assassin's Creed habe ich mir aber auch eine Serie vorgenommen zum Let's Playen. Wo ich auch hinterher hinke. Von den veröffentlichten Teilen her. Da hänke ich so weit hinterher. Das ist Wahnsinn. Naja. Ah, macht ja nichts. Ups, das war zu weit. Alle frommen Landschaftsbilder ausverkauft. Aber wir nehmen noch Bestellungen fürs nächste. Was gibt's denn hier? Ey, ist die Maus schnell. Jetzt ist richtig. Gemälde, was will ich denn damit? Schatzkarten. Okay, das könnte praktisch sein. So. Vergesst nicht, eure Freunde vorbeizuschicken. Und schon alles aufgedeckt. Dann müssen wir vorbeigehen, wo was ist. Zum Beispiel in dem Hof da.
Können wir ja mal kurz reingucken. Ja, lohnt sich. Hat man das Geld schnell wieder drin, was man für die Schatzkarten ausgegeben hat. Ah, Wachen. Aber das sind, glaube ich, die, die auf unserer Seite waren. Die Medici-Wachen. Leonardo. Stimmt, wegen der Seite. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohlauf. Natürlich. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi hast du Francesco deshalb verfolgt. Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Na, ah, noch eine Seite. Nerd. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Oh ja. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Ja, ja. Fertig! Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Was? Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und oh, wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Das ist für dich geil. genau genommen sieht das dann ungefähr so aus. Das macht Spaß. So, ungefähr, so. Lalala. So ungefähr. Gleich geht's los. Geh mal weg da. Wir gucken. So. Genau so. Jetzt hat er mich weggeschlagen. Und vor allem merkt das kein Schwein. Da. Hey. Nicht so unhöflich. So. Ja, es ist irgendwie witzig. Betet für seine Genesung. Und für die Bestrafung des unwichtigen kleinen Dorfes, in dem er sich angesteckt hat. Ja, er prügelt auf die Leichen ein. So. Ist ganz praktisch. Was war alles verschwendet, aber das Gift kostet fast nichts. War ein bisschen schneller. Über 400 Meter. Lalalala. Ah, hier komm, ist Arzt. Freunde, ich... Apothekenbedarf. Medizin haben wir voll. Gift. So. Danke. Ihr seht schon stärker aus. Ja, total, weil ich Gift habe. Haben wir mal ein paar verbündete Wachen niedergegiftet oder so. Keine Ahnung. Macht ja nichts. Ist ja nur ein Spiel. Ne? In Realität nicht Leute vergiften. Ist nicht gut. Wo gehe ich lang? Ach, erstmal könnte ich einen Zettel runterreißen. Ja, jetzt noch hoch. Nein, dann würde er das nicht tun, weil er das nicht könnte. So. Es ist schneller voran hier. Wollen ja irgendwann mal ankommen. So. Ja, der ist gelenkig. Er kann einige tolle Sachen anstellen. Wenn du jetzt auch noch gelenkig bist, können wir viel Spaß gemeinsam haben. Entschuldigung. Entschuldigung. Was? Ich hab nichts gesehen. Ups, ich renn doch schon gar nicht mehr. Was soll das? Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Ich auch nicht. Ich muss raus, glaube ich. Wir müssen weg. Aber wo ist das Stadttor? Wo ist das verdammte Tor aus der Stadt raus? Zu weit. Äh,
Irgendwo hier in der Nähe muss es ja sein. Dort vorne. Da sehe ich was. Oder ist es einfach bloß die Ecke? Ich will raus. Ich wünschte, das wäre jetzt wie im Brotherhood, dass ich mir einfach mal ein Pferd herrufen kann. Das wäre schön. Ach, da hinten ist es ja. Oder? Sieht zumindest so aus. Da ist doch eine Reisestation, oder? Ja, eine Reisestation und das Stadttor. Sehr schön. Ich denke, ich werde dann einfach so reisen. Monteriggioni, oder wo soll ich hin? Wo soll ich überhaupt hin? Ich soll doch nach Monteriggioni, oder? Hier, da, hier, da, hier. Klar, doch, natürlich. Hätte doch gewusst. Ja, und auf geht's. Kurz einen Husten weggedrückt. Also einen Arm genommen, dadurch weggedrückt. Haha, lustig. So. Ich liebe die Atmosphäre in dem Spiel, ist einfach geil. In Assassin's Creed immer Atmosphäre, immer Wahnsinn. Kaum ein Spiel setzt Open World so gut um wie Assassin's Creed. Es lenkt einen schon durch die Gegend, aber wenn man nicht gelenkt werden will, dann macht man was anderes. Finde ich gut. So. Wir müssen mittlerweile Einnahmen haben. Wenn wir mal in die Kiste gehen. Yep. Ein paar tausend. Dann sollten wir vielleicht mit dem da. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, machen wir. So. Minen, das ist jedem immer gut. Kostet ein bisschen was, aber mir egal. Her damit. So, Kirche. Militärkaserne, Brunnen. Ja, machen wir auch. Wir brauchen das Geld eh nicht. So, was gibt's noch Günstiges? Da war doch was. Bordell oder... Nee, Bordell haben wir schon. Das da, das war's, genau. Schneider. Ja, damit. So. Je mehr wir machen, desto mehr verdienen wir auf Dauer. Yep, und schon hat sich Monteriggioni verändert. Werden wir dann sehen. Ezio, haha. Komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent! Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Sehr ich gut. Danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Codex-Seiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Aha. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie genau. Du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Alles klar. Von mir aus. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Kein Problem. Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Ja. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Was? Nix da. Bene, bene. Jetzt noch einmal. Viel besser. Ein letztes Mal. Tja. Bravo. Aha. Leicht.
Was soll ich machen? Ach so, stimmt, genau. Und danke. Das möchte ich nochmal sehen. Hey, hier, guck mal, hier, guck mal, hier. Hey. Ich kann sogar mit den Fäusten noch blocken, weil ich meine Arme nur noch habe. Einmal in hier. Es liegen Haufen Schwerter am Boden rum. Hey, aua. Kann ich ihn fertig machen? Tja, das wird ein paar Blessuren hinterlassen. Jetzt ersteche ich dich. Magnifico. Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Übertroffen. Signor, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Okay. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Doch, mir doch egal. Das tun sie immer.